Ja, Leute, und willkommen zurück zu Uncharted 4. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben. Und ja, Freunde, weiter geht es. Let's go. Bist du nur Sam? Na, beim letzten Mal hatten wir ja hier einen Schiffbruch. Da ist unser Schiff. Da. Schön kaputt. Sam! Sam, wo bist du? Vorratskiste. Oh, verdammt. Klar. Alles weg. Alles weg. Gutes Zeichen. Vielleicht war das Sam. Das Gute daran ist, mehr kann ich nicht verlieren. Außer mein Leben. Selbstgespräche, das ist das erste Anzeichen für Wahnsinn. Ja, verdammt. Jetzt wird nicht wahnsinnig, Nathan. Mir geht's gut. Oh, Scheiße. Komm, Nathan, das schaffst du. Einfach durchbeißen. Genau, einfach durchbeißen, ja. Endlich ist das Unwetter vorbei. Seltsamen Berg.
So. Hier rüber. Okay, hier lang. Echt kalt. So. Okay, das sieht schon besser aus, glaube ich. So. Und weiter klettern. Dann mal hoch. Oh shit! Da geht's weit. Wow. Immer weiter klettern. Nein, fuck. Scheiße. Ich hätte noch ein bisschen mehr Schwung holen sollen. So, nochmal Schwung holen. Und jetzt. Ja gut. Geht doch. Okay. Hier lang. Wow. Wohin jetzt? So. Oh. Okay. Ah, da vorne sich was glitzern. Holzkrug. Okay. Hier rüber und so runterrutschen? Nee, oder? Himmel. War das jetzt doch der richtige Weg? Anscheinend.
Ja, mein Schatz. Was haben wir hier? Hallo? Fernglas. Okay. Hier lang. So. Oh, was haben wir denn hier? Pech, ja? März 1808. Heute Morgen habe ich Burns zur Rede gestellt, als wir unsere Vorbereitungen zum Verlassen der Höhlen trafen. Da unsere Mannschaft und Essensvorräte dezimiert waren, forderte ich, dass wir nach Hause zurückkehren und mit mehr Männern und Vorräten wiederkommen müssen. Burns lachte und wiederholte seinen Standardspruch: Der Schatz ist in unserer Reichweite. Ich blieb standhaft. Selbst wenn wir Averys Versteck finden würden, hätten wir mit nur einem verbleibenden Schiff kaum genug Platz für uns selbst. Für die Rückreise, ganz abgesehen von irgendwelchen Hindu-Gold, ich wandte mich an den ersten Offizier Hayes, damit er mir zustimmte, aber ich wich zurück, als hätte ich die Pest. Dann kam Burns mit einem Lächeln auf dem Gesicht auf mich zu und ermahnte mich, das Gute der Expedition zu bedenken. Ich solle die Mannschaft nicht zum Widerstand aufstacheln. Die Drohung hinter seinen Worten war deutlich, also deutete ich darauf hin, dass ich etwas Ruhe benötige, und zog mich in mein Lager zurück. Zur Hölle mit diesen Narren. Ich habe nicht die Absicht, hier zu sterben. Mein Vermächtnis sollen nicht bloß Worte im Buch dieses Mannes sein. Wenn Burns glaubt, dieser Ort ist Libertalia, falls er weitermachen will, dann müssen er und die anderen dies ohne mich tun. Ich werde mich bei Tagesanbruch von dieser Gruppe absetzen. Mal sehen, wie weit sie ohne Navigator kommen. Das ist die Karte. Okay. Armes Schwein. Ja, armes Schwein, ey. Hier. Wieder klettern. Willst du da hochklettern? In den Stiefeln? So. Den brauchst du bestimmt nicht. Kletterhaken. Cool. Das geht. Oh. So. Was da? Jawohl, geschafft. Hier rüber. So. Oh, Scheiße. Jawohl, endlich Action. Endlich Action. Endlich schießen. Okay, falscher Alarm. Aber haltet die Augen offen. Los. Erledigen wir mal die Vollidioten, ey. Ah. So. Endlich eine Waffe. Glaubst du, der andere lebt noch? Bis wir eine Leiche finden, bleibe ich auch dabei. Hey!
genug hier stealth-mäßig rangegangen. Ah, wo seid ihr? Da ist einer. Zack. Da ist einer. Unten. Ah, Deckung. Ah, mal in Deckung bleiben. So. Deck dich. Du wirfst keine Bombe, mein Freund. Vorne, da vorne, da vorne. Da ist noch einer. So, tot. Deckung. Nein, das wollte ich nicht. Hui und tschüss. Na komm schon. Okay, ich muss näher ran. Ich treffe ihn sonst nicht. Wo ist er denn jetzt? Wie ist er denn jetzt? Ah, da. Ich sehe dich. Lauf doch nicht weg. Ich will dich doch nur töten. Da läuft er. Müssen heran. Da ist er. Da oben ist er. So. Deckung. Letzte Falle, ich hab meinen Freund. Tschüss. Es sind noch mehr. Oh, 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 weg, weg, weg. So, tot. Da oben. Yo, auch noch ein Snapper-Gewehr. Oh, Snapper-Schütze. Ach du Scheiße. Du wirfst dir keine Bombe, mein Freund. Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Deckung. Ich muss diesen scheiß Snapper-Schützen ausschalten. Da läuft er.
Oh, 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 weg, weg, weg. So, jetzt mal Schuss. Deckung. So, der ist tot. Deckung. Snapper-Schütze ausschalten. Er ist tot. Jetzt bist du dran, mein Freund. Und tot. Puh. Nein! Oh, nicht hier runter rutschen. So. Schön die Munition mitnehmen. Nee. Hier die Bomben mitnehmen. Da haben wir noch Munition. Na, nee, ist nur eine Waffe. Okay. Alle getötet. Hier. So. Okay. Wo lang? Was haben wir denn hier? Ah, was ist das? Verehrter Finder dieser Nachricht. Jonathan Burns, ehemaliger Anführer und Geldgeber unserer Expedition, hat mich ermordet und andere, um an Averys Schatz zu gelangen. Er hat die Mannschaft bis zur Erschöpfung arbeiten lassen und Ruhm versprochen, ihnen jedoch nur Krankheit und Hungersnot gebracht. Er hat einen Mann an einen Mast gebunden und ihn dort sterben lassen. Dann wurde ich Zeuge, wie der Bastard unseren Navigator ins Verderben stürzte, weil er es gewagt hatte, seine Meinung laut auszusprechen. Er entdeckte mich dabei, wie ich Vorbereitungen für die Heimreise traf, und stellte mich zur Rede. Ich zog meine Pistole und sagte ihm, dass ich nach England zurückkehren würde, um der Welt von seinen Taten zu berichten. Und als ich mich abwandte, schoss mir der Schurke in den Rücken und floh in den Dschungel. Ich erwiderte das Feuer, bin mir aber nicht sicher, ob die Kugeln ihr Ziel erreichten. Meine Zeit wird knapp und meine Hand schwach. In Abwesenheit rechtschaffener Justiz erbitte ich dringend um ein Gebet zu Gott im Himmel, dass Burns für seinen Verrat bezahlen wird. Gezeichnet Walter Hayes, Erstoffizier der Suffolk, 23. März 1808. Wow, ganz schön düster. Ja. Das Crew hatte wohl genauso viel Glück mit dem Schatz wie ich. Ich hätte dich fast umgepustet. Sam, du bist okay. Ja, mich holt so schnell nichts um. Schön, dass du noch lebst, Brüderchen. Na los, auf uns wartet dein Schatz. Warte mal, also, was tun wir hier? Was meinst du?
Ich meine, unsere Vorräte liegen im Indischen Ozean. Tja, dann klauen wir halt was von Nadines Armee. Ja, und dann das. Wir kämpfen gegen eine Armee. Haben uns doch ganz gut gehalten bisher. Wir sitzen hier fest mitten im Nirgendwo. Wir wollten doch hierher, weißt du noch? Da hatten wir einen Fluchtplan. Okay. Hör zu, ein verrückter Vorschlag. Wir gehen da runter und schnappen uns eins von Raves Booten. Die Boote können warten. Willst du wissen, was wir hier tun? Wir kaufen mein Leben zurück. Okay, und dazu gehen wir jetzt in diesen Dschungel und finden Libertalia. Siehst du irgendwelche Anzeichen für eine große Piratenkolonie? Ich nämlich nicht. Etwas spät für Zweifel, findest du nicht? Könnten wir mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Averys Traum vom geheimen Piraten-Utopia geplatzt ist? Und wir hier vielleicht einer Fantasie nachjagen, anstatt einen realen Weg zu suchen, um dich zu retten? Ich werde diese ganze Insel absuchen, wenn es sein muss, bis ich den Schatz finde. Und wenn du nicht weißt, was du hier überhaupt machst, dann geh nach Hause, Nathan. Halt, halt, halt. Ich soll nach Hause? Soll das ein Witz sein? Hast du eine Vorstellung, was ich riskiert habe für dich? Und was habe ich riskiert? Okay? Die letzten 15 Jahre meines komm, Lebens. Darum geht es doch gar nicht. Doch, genau darum geht es. Was? Heilige Scheiße. Willst du immer noch heim? Mal sehen, was wir noch finden. Freunde, ich würde sagen, hier ist erstmal Schluss mit Uncharted 4. Ja, das war's erstmal. Das war's erstmal wieder fürs Erste mit Uncharted 4. Wenn euch der neue Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach unten freuen. Genauso wie ein Abo, aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder zu Uncharted 4. Haut rein, Zockerboy, Game Over. Ciao.